Hallo Leute und herzlich willkommen hier in Fliff und jetzt geht es erstmal, wie schon im letzten Part versprochen, zu Nerko, dem Typ, der bei den Mias wohnt und der jetzt von seiner Mutter alle Knochen gebrochen bekommen kriegt. Puh, das war jetzt aber auch nicht leicht auszusprechen, aber gut. Ich drücke immer E, ich bin so ein Minecraft-Suchti, immer wenn ich E drücke, will ich eigentlich I drücken. Ringe, warum habe ich eigentlich keinen Ring an? Jetzt mal im Ernst. Ich kann sogar zwei Ringe anziehen. Ja, also das war jetzt, ja, naja. War jetzt blöd, ne? Der Typ haust doch hier, da ist er doch. Den Typ mag ich übrigens nicht, weil er irgendwie verdammt unfreundlich ist. Jetzt kriegt er erstmal die Knochen gebrochen. Ist ja super. Okay. Also jetzt muss ich der Mutter wieder irgendwas bringen. So, was muss ich jetzt bringen? Naja, egal. Ich kriege etwas Erfahrung immer und kriege ein bisschen Geld. Und das gleicht doch schön immer meine Kosten hier aus. Letztes Mal habe ich nämlich eine komplette neue Rüstung gekauft. Und ja. Genau. So, ja, und deswegen war ich schon etwas, ja, ihr seht mein Preis, mein Guthaben pleite, ne, ist klar, kann man echt nicht sagen, aber jetzt geht's erstmal wieder hier unten zu den Rock Muscles, ich will wieder I drücken, jetzt müssen wir nämlich noch, genau wie viel, noch 12 von den schönen Quest-Items finden, und das werden wir doch irgendwie auch noch schaffen. Wir waren jetzt schon bei den Captains, denn wir sind Level 34. Und für alle, die es interessiert, ich krieg nämlich schon öfters mal Anfragen, ich spiele immer noch auf Devos oder Devos oder Divos oder wie ihr auch immer es nennen wollt. So, ich könnte euch mal meinen Bach weiter ausbauen. Denn der bringt ja doch dann etwas. Doch, der bringt's. Ja, der bringt's. So, wo sind denn jetzt hier die Captain Rock Masken? Sind nur überall die Hobos. So, den Hobos will aber keiner. Ich fliege hier am wunderschönen Strand lang. Und keiner ist hier wegen der Sonne, wegen des schönen Wellenbades, sondern nur Monster, die irgendwelche Probleme haben mit ihrem Selbstwertgefühl und deswegen immer Leute töten. Naja. So, schnell gebufft. Ist halb gewonnen. Zack und zack. Und jetzt geht's los. Und jetzt geht's los hier. Wir haben jetzt schon fast 2000 Leben. Also das ist schon mal für Level 34. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Ich finde es jetzt einfach mal gut, weil, weiß ich nicht warum, aber es ist so. Ich finde das jetzt einfach gut. Ich traue mir jetzt schon wieder mehr. Beziehungsweise, so viel habe ich mich, glaube ich, letztes Mal auch schon getraut, aber nun gut. Ich töte jetzt einfach mal ein paar von diesen schönen Viechern, die mich natürlich betäuben, deswegen trinke ich erst meine Milch. Und jetzt geht's weiter mit C. Und ich liebe diese Taste einfach nur. Denn da muss man einmal drücken und kriegt dann gleich mal 6 schöne Kombos aufgebaut. Und wer sagt's denn? Ich kriege Quest-Items. Und deswegen bin ich hier und deswegen mache ich das auch. Sonst wäre ich natürlich schon bei den Level 218 an. Ich glaube, es gibt übrigens auch höhere Level inzwischen. Ich weiß nicht genau, wie weit das schon hoch ist. Ich meine aber, es geht schon noch höher. Aber wie gesagt, so gut bin ich dann doch nicht informiert. So. Und den nehme ich auch noch mit. Und jetzt klingelt das Telefon. Jetzt kann es sein, dass ich gleich mal eben weg muss. So. Das mache ich eben und dann kurze Aufnahmepause. So, wirklich viel ist nicht passiert hier. Ich habe jetzt eben nur ein paar Viecher getötet, einmal C gedrückt und dann kam das hier Schönes raus. Leider kein Quest-Item, aber nun gut. Sorry, aber ich meine, man kann ja nicht einfach das Telefon klingeln lassen. Das macht man ja nicht.
Und es war ja jetzt auch nicht lange das Gespräch. Von daher passt das doch alles. Und hier geht es schön weiter mit Captain Rock Muskels töten. Hallo. Der reagiert wieder nicht, der ist wieder etwas gefühlstaub, Wüste der Illusionen. Der dachte wieder, es wäre eine Illusion, die er gehabt hätte. Doch nein, das war ich, der mit dem Umhang. Ja, ja. So. Folgt mir wenigstens eine kleine Meute. Ja, eine kleine Meute führt. Folgt mir, nicht führt mich. Ich führe die kleine Meute. So, und jetzt geht's hier los. Und ich werde betäubt, deswegen trinke ich eine Milch. Ich trinke immer Milch, wenn ich betäubt werde. Dürfte aber langsam auch klar sein. So, jetzt habe ich auf dem Boden, auf den Putz und werde wieder betäubt. Das heißt, jetzt muss ich 0 drücken, wie ein blöder da C jetzt irgendwie verbraucht ist. Das nervt mich, aber bam, alle kippen zusammen. Und ich kriege Quest-Items. 3 Stück, das ist gut. Das Ganze klappt hier echt wie am Schnürchen. 24, ich brauche noch 6. Ich nehme mich noch mit und du bist auch noch so ein schöner. So, und dann nehme ich noch dich mit. Und dann nehme ich noch diesen roten Captain mit. Und ja, dann nehme ich noch die 2 da hinten mit. Ich habe ja noch viel Platz hier. Weil du auch noch rot bist, kommst du auch noch mit. Und der wirklich rote kommt nicht mit, weil ich ihn nicht mag. Wisst ihr was? Du bist auch eingeladen auf meiner super Party. So, da freut er sich. Und dackelt mir gleich nach wie ein Bekloppter. Guckt euch das mal an. Sieht recht lustig aus, ich bin nur leider schneller als sie. Und du kommst auch noch mit. Und jetzt werde ich gleich wahrscheinlich betäubt wie ein Blöder. Nein, nicht mal. Nicht mal, das wundert mich jetzt aber echt. Wir haben es verpennt mit betäuben und da kippen die alle um. Außer er, der letzte der Party. Tja, er hat es länger ausgehalten als alle anderen. Ich habe schon wieder vergessen, wie viel Questy-Dips ich noch brauchte. Aber jetzt sammle ich erstmal das hier noch ein, nachdem ich die ganze Milch und das ganze Geld eingesammelt habe. So, einsammeln, einsammeln, einsammeln. So, ne? Und du kommst noch mit und rate mal, wer noch mitkommt. Oh, den habe ich aber umgehauen, du. Der ist aber fertig. Der verträgt heute Abend nichts mehr. Den hat es jetzt schon aus den Socken gepustet. Ah, das ist aber unfreundlich hier. Jetzt mag ich dich nicht mehr. Jetzt beende ich die Party. Dank ihm, bedanke ich bei dem da. Er ist schuld. Pam und pam. So muss sein. Ich wollte eigentlich nochmal nachgucken, wie viel Quest-Items ich noch brauche. Ach, ich bin gar nicht mehr gebufft, fällt mir dabei auf. So soll das eigentlich nicht sein, aber nun gut. Und weil es nicht so lange geht, heal ich mich noch schnell etwas. Und gleich noch einen draufhauen. So. Jetzt kannst du mir gleich noch folgen. Ich brauche noch 3. Die dürfte man doch irgendwie noch kriegen. Wenn hier mal wieder etwas mehr Leute sein würden. Und ich glaube, nein, die ploppen nicht einfach auf. Okay, nee, das ist nicht so nah an dem großen Eini da hinten. Aber dich nehme ich noch mit. Und dich da hinten, du siehst auch sehr sympathisch aus. Und da hinten tummeln sich doch auch immer wieder welche. Jetzt hoffe ich mir mal nur, dass die erste nicht wieder zurück. Ja, doch, sie laufen zurück. War ja klar. Das nervt mich etwas immer. Immer etwas. Aber ab einer gewissen Reichweite folgen die einem nämlich nicht mehr. Ich meine, es hat auch seinen Sinn, weil irgendwie, wenn man zum Beispiel jetzt irgendwie vom Gigant wegläuft und der würde einem über die ganze Map folgen, wäre das natürlich auch nicht so super. Aber naja. So nervt das halt immer etwas, wenn man ihn eigentlich noch haben wollte und deswegen extra angeschlagen hat. Und dann läuft er einfach weg. Der blöde Kerl. Aber nun gut. So, hier sind noch schöne 4. Du kommst mit. Und da noch kommt noch der andere hier mit. Und der rote läuft noch nicht selber nach. Hallo, hopp, komm. Zack. Den haben wir auch eingesammelt. Tja, jetzt ist hier keiner mehr. Sag mal, wo sind die ganzen Leute hin? Da! Jetzt hat... Irgendwie musste das erstmal laden oder was weiß ich. Jetzt sind wir wieder in der Wüste der Illusionen. Das ist ja echt abwechslungsreich hier.
Weil wir stehen ja nicht immer auch nur auf einer Stelle. Hat er es gemerkt? Er hat es gemerkt, tatsächlich. Der hat auch gemerkt. Und ich sage, jetzt reicht es erstmal mit euch, Paar. Weil ich keine Lust habe, dass die vier anderen mir hier wieder weglaufen. So, ich bin betäubt. Heißt, ich trinke eine Milch. So, C kann ich nicht mehr drücken. Das heißt, ich bin wieder auf dem Null-Button gelandet und drücke den jetzt so hart, dass gleich die Taste rausfliegt. Der Härteste hat es wieder überlebt. Aber gut, ich glaube, ich habe schon meine ganzen Quests und sogar jetzt mehr als genug. Glaube ich. Tatsache, ich habe schon 31. Aber das stört mich jetzt nicht, denn ich mache jetzt noch bis zum 90% Dings da Bumster. Das dürfte nicht mehr allzu lange dauern. Und wer weiß, vielleicht steige ich dann noch diesen Pfad auf. Das dürfte eigentlich relativ logisch sein und müsste eigentlich auch so sein. Hallo, Vollidiot. Die haben echt so kein Gespür, die Leute. Ich meine, okay, sie bestehen aus Stein. Ich meine, da spürt man weniger. Aber irgendwie, irgendwas muss man doch spüren. Das haben die eigentlich für kurze, kleine und kuppelige Arme und dann so riesen Bobbels da dran. Naja, ich hätte sie anders entworfen, aber wer hätte das nicht getan? Wobei, ich meine, irgendwie bei der Vielfalt der Viecher hier ist es echt schon gut, dass die überhaupt noch so vielfältig sind. Die haben ja wirklich nicht viel gemeinsam. Alle miteinander an. So, der betäubt mich, das finde ich nicht nett. Deswegen drücke ich jetzt 0 und töte damit alle gleichzeitig. Ja, so sieht's aus. Bumm. Und jetzt habe ich schon 98%. Und wisst ihr was? Die 2% lasse ich mir jetzt vom Quest-Typi geben. Denn jetzt geht's erstmal wieder Richtung Heimwärts. Richtung Heimwärts. Ich kann heute auch nicht mehr reden. Ich weiß gar nicht, haben wir nicht in der Stadt gestartet? Also wir sind doch, sind wir in diesem Part nicht schon mal zur Stadt geflogen? Meine beinahe. Nee, das war letzter, ne? Das war letzter Part. Ja. Und ein paar Leute ist on. Der Ringmaster ist on. 117. Der könnte mir auch mal helfen. Aber nun gut, muss er ja nichts. Und ich glaube, er könnte mir auch gar nicht so doll helfen. Er könnte höchstens irgendwie tanken oder sowas. Mehr könnte er auch nicht tun. So, jetzt hier Gold und Rot. Was auch immer das heißen mag. Keine Ahnung. Instanz. Okay. Okay, weg damit. Wir waren noch gar nicht in Dungeon oder sowas, ne? In Ungeon. Da waren wir noch gar nicht drin. Okay. Also der ist eigentlich bei Flaris, der ist gar nicht so schlecht. Da kenne ich, dürfte ich mich sogar noch ein bisschen auskennen. Region Flaris. Der ganze liegt nämlich da hinten drin. Mal gucken, ob den irgendwie Instanz. Ich glaube aber nicht. Die Instanz besucht ja nicht. Dungeons. Premium-Gebiete. Aha. Welt, wie sieht denn das aus? Wo ist denn das? Also, nochmal, um es zu sagen, ich glaube, ich habe es zu oft gesagt, aber das ist die Welt, die ich kannte. Und jetzt ist hier irgendwie doppelt so groß. Ich sehe gerade, ich habe noch viele Quests, die ich in Flaris annehmen kann. Aua. Ja, ich fliege gerne gegen Bäume. Start. Flaris. Ja, da kann ich doch noch was annehmen. Da kann ich, da soll... Ach, Quest, vom Quest-Heini, da kann ich noch was annehmen. Respekt, hätte ich nicht gedacht. Gut, dann fliegen wir da auch noch hin. Wir haben ja nichts Besseres in diesem Part zu tun hier. Haben zwar eigentlich keine Zeit mehr, aber nun gut. Das Fliegen ist jetzt auch nicht so das Spannendste. Das kann man ruhig nochmal dranhängen hier. Aber, naja. Jetzt fliegt doch schneller, Mensch. Ja, ich hab's gehört, danke schön Zeit. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ihr hört das gar nicht. Ich habe nämlich auf Vibrieren geschaltet. Aber es gibt natürlich auch diese Handys, die einfach so vibrieren, wenn man es aufs Holz legt oder so, dann. Aber ich denke, ihr wisst, von was ich rede. Hoffe ich zumindest, sonst komme ich mir wieder einmal blöd vor. Aber nun gut. St. Morning, Bibliothek. Wo sind wir genau? Ich schätze mal in St. Morning, oder? Also ich weiß es nicht genau, aber. Ich will es mal vermuten. So. Ja, ich hab's toll gemacht. Ja, ich weiß. Loband. Okay. Ja, Tieren helfen. Muss man eigentlich mitmachen. Weil da kann man nicht Nein sagen. Und es hat, ja, das hat doch echt jetzt nicht gelohnt hier. Jetzt fliege ich noch eben schnell. Also ich mache mich schon auf den Weg nach Flaris. Weil ich glaube, hier gibt es im Moment... Ah, da gibt's noch was. Wo ist das? Da. Ah genau, hier muss ich ja noch einen abgeben. Stimmt ja.
das musste ja der schönen Frau sagen. So, okay, also jetzt muss ich noch eben den Bürgermeister. Ich kläre das jetzt hier noch eben ab. Und dann kriegen wir nächstes Mal nach Flaris. Aha. Okay. Also da weiß ich sogar, wo der liegt. Der liegt unten da, wo wir einfach die ganze Zeit rumlaufen. Circa bei den Viechern da, wo wir jetzt auch noch hin müssen. Das heißt, das passt eigentlich alles ganz gut irgendwo. Moment. Hier, so, da liegt er. Nee, da liegt er. Er ist sogar eingezeichnet. Ich weiß noch, wo ich den übelst gesucht habe immer. Das war richtig hart. So, ja, ich würde gerne die Quest auch noch abgeben. Wie viel Prozent haben wir? Wir haben 51%. Das bringt immer 1%. Ist das nicht schön? Das ist toll. Ach, das war's jetzt. Naja, gut, wieder 2% gekriegt. Jetzt sage ich aber danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und nächstes Mal fliegen wir dann eben mal nach Flaris, um da zu gucken, was da noch Schönes für Quests auf uns warten. Und ja, ich sage danke fürs Zuschauen, kommentiert, bewertet und lasst ein Abo da. Und auf jeden Fall noch einen Daumen hoch für diesen verbackten... Was ist das eigentlich? Wasser? Ozean? Keine Ahnung. Egal, danke und bis zum nächsten Mal. Ciao!